Hallo ihr lieben Leute da draußen und willkommen zu einem neuen Part von Let's Fahren. Spieler fordern sich oft ausnahmsweise heraus, mal um den wieder ein wenig Killer anders. Zu ermitteln. Wer kann das Ziel am schnellsten und saubersten ausschalten? Deshalb haben wir den Aufträge-Modus entwickelt, damit alle Spieler Herausforderungen annehmen oder eigene Herausforderungen in Absolution erstellen können. Jo. Wir gehen mal in den Contracts-Modus und ja, da gibt's auch mal hier Aufträge erstellen. Meine eigenen erstellten Aufträge, da habe ich auch schon ein paar gemacht, 2 Stück um genau zu sein. Wobei ich mit dem hier nicht zufrieden bin, da hatte ich die ganze Zeit immer noch ein bisschen mehr an, naja, Erwartungen, sag ich mal. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Ich habe auch vor, den irgendwann mal noch zu ändern. Aber hey, das hat noch Zeit. So, wir machen mal Aufträge finden. Was haben wir denn hier Schönes? In der Fabrikanlage. Im Waffenladen. Irgendwelche besonderen Sachen? Explosion, Handarbeit. So, kein Kleiderwechsel. Polizist von Hope. Explosion? Explosion. Ah, ich weiß schon. Ich weiß, was es denn gibt. Ein Tilibein mit Handarbeit. Okay. Ich würde sagen, Leute, lasst uns mal versuchen. Ausrüstung nehme ich natürlich standardgemäß. Meine Keizu, die ich auf Vollleistung gepimpt habe, so wie ich sie haben möchte. Jo, ich nehme die standardgemäß immer mit. Fragt nicht, warum ist irgendwie mittlerweile so ein Standardding bei mir geworden. Außer es ist halt so eine Mission, wo ich jetzt besondere Sachen quasi machen soll, also mit einer besonderen Waffe töten. Aber ich liebe diese Sniper, die ist so geil. So, Polizist von Hope, das heißt, wir dürfen in einem Gebiet nicht langlaufen. Das ist ganz wichtig. Weil da sind Polizisten. Nein, Quatsch. Ist noch viel schlimmer. Wir müssen so aufpassen. Weil da hinten sind auch Polizisten. In der einen Ecke. Das wird interessant. Ja, ich habe jetzt zum Glück auch ein Level genommen, was ihr noch nicht, was ihr schon kennt, sondern ich hätte sonst was von der Story gespoilert. Was noch so für, ja, Sachen gibt. Ihr habt es bei meinem Auftrag schon gesehen, deswegen bin ich da auch nicht weiter drauf eingegangen. Ich habe nämlich ein Level genommen, also bei meinem zweiten Auftrag, den linken, mit dem ich nicht zufrieden war, da habe ich ein Level genommen, das ist eigentlich erst später, ich sag mal, gang und gäbe. Ja. F1 war Missionsbriefing. So. Okay, ist Standardtext. Gut, jetzt müssen wir mal gucken. Die nehmen wir auf jeden Fall mit, die ist gesilenced. So, Sir, du erkennst uns so nicht. Gut. Sie in der Nähe zu wissen. Okay, du erkennst uns auch nicht. Der könnte uns erkennen. Müssen wir aufpassen. 7. Okay. Sabotier mal kurz. So, dann können wir nämlich da durch. Genau, der könnte uns sehen. So, da oben läuft unser zweites Ziel. Wartet, auf welchem Schwierigkeitsgrad ist der? Das ist... Okay, wir sehen die. Okay. So, dann müssen wir uns durchschleichen. Auf welchem Schwierigkeitsgrad ist die Mission? Ist jetzt irgendwo, drauf? Nee. Steht nicht drauf. Ah, Mist. Das wüsste ich jetzt echt gerne. Das ist auf jeden Fall kein sehr hoher. Es ist ein hoher, aber kein sehr hoher. Ach, wir haben ja die Karte gar nicht. Wir haben die Schlüsselkarte noch gar nicht. Okay, an die habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Ja, das ist doof. Ja, wir haben keinen Instinkt mehr, ich weiß. Also müsste ich eigentlich auf schwer sein. So, Pinkys Revolver. Gott, ich habe gerade in dem Moment habe ich jetzt gerade wieder vergessen, wo zur Hölle wir diese Schlüsselkarte herkriegen. Ich starte mal das Level nochmal neu. Ist ja nicht so schlimm, wenn wir für eine Mission mehrere Anläufe brauchen.
So, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen, wo kriegen wir nochmal die Schlüsselkarte her? So, und die HX hier. Ach, die kriegen wir vom Tresen. Stimmt, ich habe die auf dem Tresen liegen lassen. Hey, haben Sie in letzter Zeit ein paar Verbrecher verhaftet? Komm, jetzt schon. So, Sniper. Na, Mist, hier ist auch ein Polizist. Wie kann ich Ihnen helfen, mein Freund? Also, ich. Wehrmunition? Haben Sie auch ein bisschen lag hier rum. Wir müssen halt nur aufpassen, dass sie uns nicht erkennen, quasi. Ne? So, okay. Hier ist ja Waffenschrank, hier ist ja der Munitionsschrank. Da kriegt man für alle Waffen Munition. Und er hat den ganzen Tag geflucht wie ein räudiger Köter. Dann kriegen wir hier dieses Metallrohr, das können wir auch benutzen dann irgendwann zur Ablenkung. Obwohl sich Flaschen immer besser werfen lassen. So, hier liegt noch ein Revolver, ein Kurzlauf-Mustang. Ist aber unwichtig. Den können wir jetzt sabotieren. Ach, hier müsste Sniper-Muni rumliegen, oder? Ah, können wir nicht mehr aufheben. Okay. So. Der guckt uns nicht an, sehr gut. Also können wir sabotieren. So. Schnell an ihm vorbei. Sehr gut. So, und jetzt geht's los, schleichen. Schlüsselkarte. Der ist oben. So, so, so. Schnell hier raus. Raus, 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 raus. So, schnell rum hier um die Ecke. Dann sehen die uns auch nicht. So, jetzt können wir rennen. So, jetzt können wir aufschließen. So, 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 so. Soweit alles gut. Soweit alles gut. Hier haben wir Benzinkanister. Können wir so einen Teilraum in den Benzinkanister eintauschen. Gegen die Ultramax nehmen wir die mit. Brauchen wir zwar eigentlich nicht, aber naja, kann nicht schaden. So. Jetzt ist die Frage, welches Ziel ist mit welcher Methode zu töten? Also wir wissen ja Handarbeit und einen müssen wir, also zwei Handarbeit und eine Explosion. Das ist Ziel 1, der ist mit der Explosion. Wo ist Ziel 1? Da hinten. Ach, das ist der Wachmann, der Herr. Okay, ja, das ist der Wachkerl. Gut, das wird ja dann relativ easy. Ach nee, falsche Tasse. Wenn der da oben nicht ist, dann können wir nämlich... Ach, wartet. Das geht sogar so. Das müssen wir gut zielen. Schon ungesehen. Okay, können wir neu starten. Das wäre jetzt nicht gut gegangen. Ich meine, theoretisch können wir... Wir dürfen alle töten. Keine Frage. Wir dürfen alle töten. Auf ihn muss ich jetzt aufpassen. Gut, die nehmen wir nicht mit, die nehmen dann die Ultramax. Ich würde es gerne so machen, um möglichst unentdeckt zu bleiben. Das wäre gut. Das wäre auf jeden Fall ein Ziel. Hi. Ich bin Polizist, verpiss dich. Weil es wäre mir eigentlich schon ganz, ganz lieb und wichtig. Weil dann sollten wir eigentlich eher die anderen beiden zuerst töten. Mit Handarbeit. Tja, wissen Sie, heute Morgen war noch was da. So, hier an dem können wir wieder schnell vorbeigehen, dann können wir uns Munition von meinen Sniper holen. So, hier ist nämlich Munition von allen Waffen drin, wie gesagt. So, den müssen wir mit Handarbeit töten. Das ist okay. Und den hier auch. Ja, dann töte ich ja den als letztes. Und den da als erstes. Ist ja dann die einfachste Variante. Würde ich jetzt mal so sagen. Weil... Wobei, eigentlich nehmen sich ja da nichts, es explodiert ja dann. Na, naja, ist doof. Ich geh raus und besorgst den Ding. Schlüsselkarte? Der gute Herr ist nicht da. Super, so, dann können wir die mitnehmen. So, hier sieht uns auch keiner, sehr schön. Dann können wir den Benzinkanister ist hier das einzige, was glaube ich explodiert. Ach, auch so, es gibt glaube ich noch C4 auf der Karte. Im Schrank, beim Schrank von dem Herrn. Hier gibt es ja nichts weiter, ne? Was ist das? Munition. So, nehmen wir die Ultramax mit. Benzinkanister. Ja, den Code können wir auch mitnehmen, ist ja alles unwichtig.
So, nehmen wir die 2, aber rüsten die nicht aus. Erstmal. Die 3 und rüsten die erstmal nicht aus. So, unser Ziel 2 ist gerade am Schlüssel. Das ist gut, das ist sogar sehr gut. Der Cas ist auch da. Das ist schon wieder doof. Verstößt nämlich nicht gegen unsere Aufgabe, ihn zu töten. Aber jetzt läuft dann der Timer, ist aber unwichtig. So. Können wir jetzt nämlich unser Ziel dort oben. Ich weiß nicht. Was ist das für ein Schwierigkeitsgrad zur Hölle? Ja, okay, da geht wieder runter, das ist doof. Seht ihr das auch? Rechts unten der Balken, der verbrennt. Das ist also wirklich ein sehr hoher Spiel. Oh oh, oh oh, da läuft jemand hin. Der? Nein. Oder? Der geht wirklich zum Fernseher. Weil den kann ich da nicht umbringen, das hört man. Wir sollen ihn damit Handarbeit umbringen. Das ist doof. Sag mir jetzt bitte, der kommt nicht hierher. Ansonsten haben wir nämlich ein Problem. Haben wir auch keine Versteckmöglichkeit gerade. Mir ist nur wichtig, dass wir ihn überhaupt sehen. Er geht wieder. Geht er hoch? Er geht wirklich hoch. Oh, sehr gut. Der dürfte uns ja da draußen nicht sehen. Nein, tut mir leid. So, noch nicht, noch nicht. Erst wenn er oben ist. Erst wenn er oben ist. Ansonsten schubst du mir nämlich die Treppe runter. So, Ziel töten. Zack, danke. So, okay, Nummer 1. Dieses Knacken, das hört man erstaunlich weit, Leute. Das hört man wirklich erstaunlich weit. Kann man den nicht irgendwie in einem Schrank? Nee, schade. Ist nicht so schlimm. So, jetzt müssen wir ihn hier reinlocken erstmal. So, springen wir mal dahin. Gehen wir hoch. Das ist eigentlich weiter unwichtig erstmal. Können wir von hier aus nicht sehen, schade. Oh, wartet mal. Danke! Und Nano. So. Das haben jetzt alle gehört. Verdammte Axt. Also wir können alle gerne so töten und ihn müssen wir mit der Handarbeit töten. Wir können jetzt aber diese Verwirrung gut nutzen. Wir können jetzt hier nämlich runter. Weil die sind jetzt alle abgelenkt gerade. Es guckt uns gerade keiner an. Geht doch nach unten, geht doch nach unten, geht doch nach unten! Oh, ah, toll, er hat uns gesehen. Ja, dann müssen wir das jetzt leider so regeln, Leute. Müssen wir das jetzt leider auf nicht ganz männliche Art regeln. Aber wartet, die wissen nicht, wo wir sind. Richtig? Dann gehen wir hinten rum. Dann kann ich das besser regeln. Schön aus der Tarnung heraus. Kommen die jetzt hier rum? Oh, das ist sehr geil. Auf der Jagd. So. Ich muss mich daran gewöhnen, dass man hier zielen kann. Kommt doch rum. Wir dürfen alle töten, von daher ist ganz easy. Der wird uns nicht, der wird niemandem Bescheid sagen. Der wird seinem, der hat ihn seinen Partner entdeckt. Genau.
du nicht. So, der hat dann seinen Partner entdeckt. Wird jetzt gleich um die Ecke kommen. Na komm. Komm um die Ecke. Nicht? Dann schnicken wir uns hinter ihm hinterher, würde ich sagen, ja. Ja, wir haben gut Waffen zur Auswahl, Leute. Na los, komm wieder raus. So, weg ist er. Im Scheidämpfer hört man das eh nicht, wenn er auf höchste Stufe ist. Ich habe das Gefühl, wir werden auch nur eine Mission schaffen. Also viele Leute wie wir sind, die sind alle bewaffnet. Das ist ein Schießstand. Ich bitte euch, Leute. Das ist ein Schießstand. So, die suchen noch. Gehen die jetzt wieder oder kommen die jetzt hier eher her oder... Ich weiß es nicht. Da ist nämlich eine Agentur, das ist eine normale Keisu. Hatte ich ja im Let's Play schon gezeigt. Die können ruhig auch um die Ecke einzeln kommen. Hätte ich auch kein Problem mit. Habt ihr jetzt wirklich eine? Nee, oder? Nee, die laufen oben lang. Nee, die sind alle oben. Gut, also die hier unten waren, die haben wir erledigt. Die Sache ist die, ich weiß nicht, wir müssen alle Ziele töten, damit ich den da mit der Handarbeit töten kann. Das wird jetzt relativ anstrengend, weil wir noch einige übrig haben. So, ich kann ja gucken. So, die laufen hier rechts von uns oben. Gut, die erkennen uns immer nur fast, aber nicht ganz. Das finde ich gut, das finde ich gut. Ach Leute, wollen wir einfach? Ja, wir wollen, oder? Wir haben langsam keine Lust mehr, es geht. Es ist zwar ganz geil und so, so alle nacheinander wegzusnipen, ohne dass sie uns überhaupt erkennen. Aber im Endeffekt ist jetzt auch wieder mittlerweile egal. Wir müssen alle killen, außer halt eben den letzten, den müssen wir mit Handarbeit töten. Die stehen da beide so. Und wieder runter. So. Haben wir schon mal ein paar abgeknallt. So. Die wissen eh wieder nicht, wo wir sind. Die Sache ist halt die wirklich, wir müssen dieses Ziel da. Der ist separiert, oder? Ne, der wird uns einfach nur auf größere Distanzen angezeigt. Spuren, das ist bewusste Ablenkung, ihr Deppen. Schlampig hinterlässt Spuren. Zeig dir gleich mal schlampig. Kann ich ja gerne mal mit einem Revolver killen, wenn ihr wollt. Zack. Wie war's mit schlampig? Wie gesagt, bewusste Spurenlegung, ne, Leute? So, da haben wir einen, dann haben wir da hinten unseren und da vorne noch einen. So, der ist weg. Der ist weg. Die Keisu, wirklich, Leute, ich kann es euch nur empfehlen, die ist King. Was mit ihm passiert? Er lag auf so einer Figur und die ist hochgeploppt. Ja, mega stark. So, die Polizisten drin und die müssen wir mit der Handarbeit töten. Dann haben wir jetzt schon fast alle weg. Gut, war ja eine Aufgabe nicht gefordert, dass man verdeckt bleiben soll. Was mir eigentlich lieber ist, aber... Naja, ihr wisst ja, wie es ist. Manchmal geht's halt nicht anders.
da muss dann doch der ein oder andere mehr dran glauben. Außer so soll es sein. So soll es bleiben. So haben wir es uns eh nicht gewünscht. Zack. Mist, da kommt unser Mann. Schnell, wir müssen weg. Wir müssen weg. Der muss weg. Das ist unser Mann. Schnell weg. Da haben wir noch einen. Gut, und die da hinten, die Person ist nicht gefährlich. Die macht nichts. So, jetzt müssen wir unser Hauptziel töten. Dem müssen wir nämlich einen Genickzwirbler verpassen. Ich hoffe, das funktioniert auch so, ansonsten müssen wir wegrennen. Jawohl. Anarbeiten. So. Ach Leute, ihr wisst doch, wie es ist, oder? Keine Zeugen. Was sein muss, muss sein. Keine Zeugen. Es darf keine Zeugen geben. So ist es nun mal. Und so ist es. Jo. Und dann da rausgehen. Kann ich eigentlich seine Silverballers kriegen? Nee, ne? Schade. Schade. Das wäre geil. Stimmt. Das kann ich mal nachgucken. Ob man, wenn man die Mission so macht, ob man dann das überhaupt öffnen kann. Das ist kein feindliches Gebiet mehr. Die kann man wirklich öffnen. Stark. Was ist da jetzt drinne? Schlüssel. Okay, also wirklich der Schlüssel für die Vitrine. Ja gut, es sind ja alles die Singleplayer-Karten. Kann man mit dem jetzt richtig öffnen und dann kriegt man da jetzt was? Oder ja, Vitrine öffnen. Man kriegt die wirklich. Das heißt, wir kriegen hier unsere Silverballers sogar auf legalem Wege. Das ist ja stark. Dann müsste man also, könnte man eine Mission mit der Keisu machen? Oder mit einer anderen Waffe, die es hier nicht gibt? Damit startet man die, killt jemanden und muss dann die Silverballers nehmen. Das wäre stark. Gut, Auftrag beendet. Kriegen wir natürlich nicht viel, weil ich es halt nicht so gemacht habe, wie man es machen sollte. Aber wir haben auf jeden Fall alle Ziele gekillt, kriegen halt keinen Zeitbonus mehr. Ich habe die Verkleidung nicht gewechselt, haben ein paar Bonis gekriegt. Ja. Das ist auf jeden Fall das. Gut, dann habt ihr jetzt auch mal den Contracts-Modus gesehen. Zudem wird es jetzt noch ein paar mehr Videos mehr geben, aber ich werde das auf nach dem Let's Play verschieben. Weil wenn wir mit dem Let's Play durch sind, dann kennt ihr alle Karten und dann spoilere ich auch nichts irgendwie für die Kampagne. Also wen man dann so töten kann und so weiter und so weiter. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich über Kritik, Kommentare und Bewertungen sehr freuen und bis dahin, peace out. Euer Raccoon Starplay. Ciao.